Herzlich willkommen zur 12. Übung mit Kim. Es geht es darum, rote Augen zu entfernen. Du hast hier ein Bild und die Kinder haben zum Teil rote Augen. Das werden wir jetzt mit GIMP optimieren. Ich kopiere mal wieder die Grafik, begebe mich wieder zu GIMP und füge dort wieder die kopierte Grafik aus der Zwischenablage ein. Dann geht es in den Bereich der Augen, die wir da verbessern wollen. Ich wähle mir hier jetzt einen Bereich aus, also die Augen, ich vergrößere das vielleicht noch einmal, dass ich wirklich nur den Bereich auswähle, der sich auszeichnet durch einen roten Bereich. Dann habe ich eine Möglichkeit hier bei GIMP, dass ich auf Filter gehe, das war jetzt der falsche Punkt, noch einmal Filter, verbessern und rote Augen entfernen. Da geht ein Menü auf. Hier sieht man die Vorschau. Ich klicke auf OK und es wird dann tatsächlich hier ein Auge angepasst. Die roten Bereiche werden entfernt. Ich mache das jetzt noch einmal bei diesem Auge. Filter, verbessern, rote Augen entfernen. Ich klicke hier wieder auf OK und es scheint wirklich besser zu sein. Ich gehe jetzt hier haben wir es mal zum Teil. Schauen, ob es überhaupt notwendig ist. Na, hier könnte es ruhig so passen, wenn man es hier vergrößert. Dann sieht man hier eigentlich keine roten Augen mehr. Ich kann das Bild jetzt hier speichern. Im XCF-Format wiederum. Ich kann hier zum Beispiel 12 XCF und dann ganz wesentlich natürlich auch wieder zu exportieren. Zum Beispiel im PNG-Format, das habe ich hier schon vorgeschlagen. Ich klicke auf Exportieren. Ja, 6 ist wieder eine gute Angabe. Ich reduziere das hier auch, gehe dann hier hinein und lasse mir dann das Bild dann anzeigen. Und wir sehen dann wirklich tatsächlich keine roten Augen mehr. Alles passt.